Kinder- und Jugendförderung war schon immer ein Thema bei der Bürgerstiftung Hannover. 2017 haben wir dann Gelder erhalten für die Unterstützung älterer Menschen. Da war klar, dass wir ein Projekt speziell für Senioren auf die Beine stellen wollen, das es so in Hannover auch noch nicht gab. Unser Projekt Zwischenmenschlich soll der Vereinsamung in Pflegeeinrichtungen entgegenwirken. Wir schulen Interessierte vor ihrer Tätigkeit und bieten anschließend Begleitung und Austausch an. Jeder Pate bietet mit seiner Patenschaft ein nachhaltiges Beziehungsangebot an. Dieses öffnet noch einmal die Welt der Betagten nach außen und ermöglicht Teilhabe am öffentlichen gesellschaftlichen Leben. Ja, also ich suche jetzt seit 2,5 Jahren etwa ein älteres Herr, einmal die Woche. Und ich denke, er freut sich, wenn ich hierher komme. Ist auch eine Abwechslung für ihn. Und dadurch, dass es ihm Spaß macht, macht es mir auch Spaß. Mit der Seniorin, für die ich die Patenschaft übernommen habe, verbindet sich eine freundschaftliche Beziehung und sie ist mir ein tolles Vorbild. Wir haben großen Respekt vor der Leistung unserer Paten, die auch in Corona-Zeit zuverlässig, kreativ und wertschätzend den Kontakt zu ihren Senioren hat. Unseren Paten gebührt unser ganzer Dank. Wichtig war uns dabei vor allem, dass die Senioren persönlich und unmittelbar profitieren und die langfristige Wirkung des Projektes, getragen durch bürgerschaftliches Engagement. Mit ihrem Jugendfilmpreis bewegt die Bürgerstiftung Köln 13- bis 18-Jährige dazu, sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen ihrer Stadt zu befassen. Typisch K, wie bunt ist denn Köln? Diese Frage haben Kinder und Jugendliche in kurzen Videoclips ganz unterschiedlich beantwortet. Zum Beispiel so. Typisch Köln, jeder von uns kommt aus einem anderen Land. Typisch Köln, wir haben den Durchblick. Typisch Köln, wir sind gegen Rassismus. Hallo Leute, wir sind von mir. Wir wollen das Video in die Welt schicken, damit ihr wisst, dass wir gegen Rassismus sind. Und so fehlt. Nur ihr Wien, für den Wahnsinn. Und keiner soll allein sein. Du willst wissen, wie gut mein Köln ist? Das hier ist MC Win. Köln ist die Stadt, in der ich lebe, in der ich bleib. Dieses City ist wie meine Seele, mein Leib. Hier hab ich, was ich brauche. Denn die Stadt ist mein Zuhause. Check mich ab, wenn ich durch die Hood laufe. Alles easy, das Feeling ist nice. Rap auf dem Beat, denn ich lieb diesen Scheiß. Der Dom, das Stadion, der Rhein. Erster FC, ich bin da für den Verein. Köln ist bunt, ich kann's dir prophezeien. Mein Herz pumpt, 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 nicht nur rot und weiß. Meine Jungs stehen immer füreinander ein. Denn in Köln ist hier niemand ganz allein. Du kannst mich aus der Stadt nehmen, doch die Stadt nicht aus mir. Mir ist ganz egal, was passiert. Egal ob Auf und Abs oder viele Niederlagen. CGN, meine Stadt strahlt in vielen Farben. Typisch K. Die Bürgerstiftung zeichnet die Gewinner bei einer feierlichen Gala aus. Das Besondere, die Jugendlichen unterstützen mit ihrem Preisgeld eine gemeinnützige Einrichtung ihrer Wahl. So tragen sie dazu bei, ihre Stadt besser zu machen. Das ist Hans Kiederlen, Unternehmer, Mitbegründer und Kurator der Bürgerstiftung Graz Ravensburg und mutiger Visionär unseres Projekts. Und das sind wir, weit über 40 ehrenamtliche Männer und Frauen unterschiedlicher Couleur. Gemeinsam leisten wir die Arbeiten in den beiden Weinbergen, ca. 1000 Stunden pro Jahr. Hier die Weinberge, das Raueneck, Deutschlands zweithöchste Lage und der Weinberg am Burghalden Torkel. 700 Rebstücke Spätburgunder und 1700 Müller-Thurgau. Die Vision: dem Weinberg von der Stadt Ravensburg pachten und mit dem Gewinn aus dem Verkauf der Produkte ein neues Hospiz mitzufinanzieren. 6 Jahre später sind wir bei der Lese über 40 Frauen und Männer, die sich in den Dienst einer guten Sache stellen. Es gibt viel zu tun. Schneiden, binden, mähen. Inzwischen haben wir gemeinsam über 7000 Stunden gearbeitet, über 20.000 Flaschen Wein, Sekt oder Sekko erzeugt und verkauft und bisher über 100.000 Euro an das Hospiz gespendet. Wir sind ein tolles Team mit einer offenen Mitmachkultur, wir entwickeln uns fachlich weiter und jeder ist im hohen Maß engagiert.
Gemeinsam stehen wir für das Hospiz Schussental. Die Bürgerstiftung Fechter bedankt sich bei der aktiven Bürgerschaft in Berlin ganz herzlich für die Verleihung des Preises. Wir sind stolz und froh, dass wir diesen Preis erhalten haben und wünschen der Veranstaltung einen guten Verlauf. Ganz besonders bedanken wir uns aber natürlich bei denjenigen, die uns im letzten Jahr bei unseren vielfältigen Aktivitäten so tatkräftig unterstützt haben, die die Initiative von Hanno Leidig und Wir helfen Fechter aufgenommen haben und einen richtigen Wumms in unsere Aktivitäten gebracht haben. Herzlichen Gruß nach Berlin. Ich finde es hier eigentlich in der Sommerschule ganz toll. In den letzten Monaten hat es mir gar nicht gefallen, weil da konnte ich mich nicht mit meinen Freunden treffen oder so. Und ich hatte sogar ein bisschen die Schule vermisst. Jeder hat Bekannte oder Verwandte, die eventuell im Altenheim sind und man kennt die Situation wegen der Corona-Pandemie, dass sie eben keinen Besuch empfangen konnten. Durch diese Hütten, weil in der Mitte eine Glasscheibe drin ist, man geht von zwei getrennten Seiten herein, kann man so viel Besuch empfangen, wie man möchte. Musik.